Ja, meine Damen und Herren, richtig dufte Mucke und das für lau. Es ist das Konzept des Music Star, wo sich die Bands aus allen Ecken dieser Erde die Klinke wirklich in die Hand geben, um hier spielen zu dürfen. Einmal im Jahr klettern diese Kultkonzerte aus dem engen Keller auf die große Waldbühne und dann ist wieder Festival am See. Und da hatte Petrus richtig Bock auf Rock. Denn der Wettergott spendierte dem Open-Air-Festival richtig schönen Sonnenschein. Dementsprechend sehr gut besucht waren dann auch die insgesamt 4 Konzerte an diesem Sonnenabend. Gekommen sind die Musikfans und geblieben sind die vielen Gäste des Stadtparks. Also es ist jetzt das 7. Festival am See und jetzt haben wir jetzt mit der Waldbühne hier ja auch einen fantastischen Platz gefunden, nachdem es so ein bisschen so um das Gelände schon rumgekreiselt war. Und ich hoffe, jetzt kann es auch hier in Zukunft so bleiben. So bleiben soll auch das Konzept der Konzerte. Und das ist extrem kundenfreundlich. Kein Eintritt, aber dennoch gute, handgemachte Musik. Seit Jahren funktioniert das schon so im Music Star, aber auch hier auf diesem Festival. Ja, das ist kostenlos, jedenfalls insofern, dass es keinen Eintritt zu bezahlen gibt. Aber wir haben natürlich unser Sammelschwein und bitten um Spenden. Und ansonsten haben wir auch Sponsoren. Man sieht hier so ein bisschen Banner. Ja. Ein paar Spenden, die Mitgliedsbeiträge des Vereins und ein paar Sponsoren machen all das hier möglich. Dafür braucht es natürlich noch ein ordentliches Netzwerk. Viele Musiker sind nicht das erste Mal in Norderstedt. Auch ohne große Gage kommen sie immer wieder gerne hierher zu ihren Freunden. Ja, ich war letztes Jahr schon hier mit den US Rails. Ich heiße Tom Gillum. Wie gefällt Ihnen Norderstedt? Ich liebe es. Ich habe eigentlich jedes Jahr im Music Star gespielt, bestimmt in den letzten 6 Jahren. Wolfgang Zetacek ist ein sehr guter Freund von mir und ich liebe das Publikum hier. Ich liebe es hier zu spielen. Ja, das ist das Schöne, es spricht sich rum in der Szene und es melden sich also auch Bands, die sagen, hey, wir haben hier gerade auf irgendeinem Festival mit denen und denen gespielt, die haben von diesem Platz da in Norderstedt erzählt und da sollten wir unbedingt mal hin. Ja, und dann melden die sich und sagen, wie sieht's aus, können wir dann und dann, sind wir in der Gegend, sind wir in Europa, einen Termin haben, können wir spielen. Tom Gillum konnte kommen und spielte als erster von den 4 Gigs. Der Musiker kommt aus Austin, Texas und tourt derzeit durch ganz Europa. Norderstedt ist dabei eines der letzten Orte, die er bereist. Danach geht es wieder zurück in die USA. Ich komme heute aus Dänemark. Morgen geht es dann nach Dresden. Ich bin seit dem April 2012 auf Tour. Spanien, Italien, Frankreich, Holland, Deutschland, Dänemark, Deutschland und dann nach Hause. Denmark, Germany, home. Vor der Heimreise aber gab es erst einmal diesen schönen Abend am See. Nach Tom spielten noch Dan Stewart, Hollis Brown und schließlich The Great Crusades, allesamt Bands aus den USA. Das hier, weil hier ist alles so toll. Wie gefällt es Ihnen hier? Warum sind Sie hier? Weil ich mal richtig gutes Curling sehen wollte. Wir kennen die Great Crusades und ich verfolge die schon seit Jahren. Wir waren auf vielen Konzerten und deswegen sind wir hier. Do you like it? Yeah, really like it. I think they're a really good band and yeah, it's nice. Warum sind Sie hergekommen? Musik hören. Tschüss. Ich glaube, das Besondere ist auf der einen Seite natürlich die Musikmischung. Und es ist natürlich hier auch das ganze Ambiente und so ein Tag wie heute mit strahlender Sonne. Ja, das muss doch funktionieren und die Leute müssen einfach Spaß haben. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Es ist ein geiles Konzert und filmt mal das letzte Konzert, The Great Crusades. Das ist der absolute Hammer, da müsst ihr mal filmen. Ne? Kommt so nicht rein, aber bis nächstes Mal, Nummer 4. I love you. Ganz vielen Dank. Und damit freuen wir uns schon richtig doll auf das dann 8. Festival am See im nächsten Sommer.